Ja, hallo. Heute möchte ich euch mal wieder ein neues Produkt aus unserem Shop vorstellen. Es geht wieder um das große Thema EDC Organizer oder besser gesagt Pouch. Wir haben uns lange über Instagram mal ausgetauscht, also meine Community, dass wir eine Alternative für den Mikro-Zipper Pouch benötigen. Und zwar einfach vielleicht eine Nummer größer oder länger. Das ist wie gesagt unser Zipper. Kleiner, handlicher Pouch, sage ich jetzt mal, oder Organizer, ideal für die Tasche oder für unterwegs oder als Erweiterung für etwas Größeres, zum Beispiel einfach im Rucksack oder meinetwegen auch einfach größeren Pouch. So, da habe ich natürlich einfach mal meine Augen offen gehalten und bei unserem Hersteller, der auch die Mikro-Zipper-Pouch macht, der hat einen eigenen Organizer entworfen, das ist der Slim Pouch. Ein richtig schönes Teil, wie ihr sehen könnt, einfach eine längere Version und ein bisschen schmaler im Gegensatz zum Mikro-Zipper-Pouch. Wir haben hier eine Länge von 14 cm und eine Breite 7 cm. Der große Vorteil ist hier einfach, dass wir links und rechts eine Schlaufe haben. YKK-Reißverschlüsse. Das Material ist 560D PU beschichtetes Cordura, das heißt auch wasserabweisend. Und wir haben hier ein YKK-Reißverschluss, habe ich schon gesagt. Und natürlich einfach mal was anderes. Also das Teil passt ideal in die Hosentasche. Aufgrund der, oder ich sage einfach mal, mit Hilfe dieser Laschen kann man diesen Organizer auch kinderleicht ziehen. Sehr schnell. Also ich habe den zum Beispiel links oder rechts in der Beintasche. Passt sehr viel rein. Ich zeige euch gleich mal den Unterschied. Oder besser gesagt, was möglich wäre. Ich habe hier so einen kleinen Carowiner dran oder meinetwegen auch noch ein Lanyard, aber wie ihr sehen könnt, passt auch zum Beispiel mein dicker Finger rein. Einfach ziehen und dann habe ich alles dabei. Also wer jetzt zum Beispiel nicht so der Freund ist, dass ich zum Beispiel jetzt Messer oder eine Taschenlampe einzeln im Hosenbund, zum Beispiel Clip oder in der Hosentasche oder meinetwegen auch Messer, die zum Beispiel gar keinen Clip haben, für den ist der Slim Pouch natürlich eine richtig schöne Erweiterung. Wir haben zwei verschiedene Farben und zwei verschiedene Ausführungen. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier zum Beispiel Oliv komplett durchgezogen, hinten und vorne. Das gleiche in Schwarz. Richtig schön gearbeitet, made in Germany. Und dann habe ich noch eine Art Mesh-Kombi. So könnt ihr zum Beispiel auch sehen, was ungefähr drin ist. Also wer, ich sag jetzt mal, so Ausrüstung mit verschiedenen Farben hat, zum Beispiel die, was haben wir hier, die S-Barton 2R. Ich habe jetzt hier so eine Vulkanfarben dabei. Die sieht man natürlich durchs Mesh ein bisschen durch. Was ich euch jetzt mal zeigen kann. Da kann man von außen schon sehen, was ich ungefähr dabei habe. Also ist gar nicht mal so schlecht. Und einfach mal was anderes. Ne? Einfach mal was anderes. Das gleiche habe ich dann natürlich auch noch in Oliv. Und ich kann jetzt einfach mal euch zeigen, was ich zum Beispiel hier dabei habe. Wie gesagt, kinderleicht ziehen über die Schlaufe hier aus der Hosentasche. Oder meinetwegen auch einen Karabiner ran. Und ab an Rucksack zum Beispiel außen, wenn ich irgendwie eine kurze Strecke habe und da zum Beispiel Mini-Ausrüstung drin habe. Oder meinetwegen auch... Was kann man noch reinmachen für unterwegs? Häufchenbeutel oder meinetwegen kleine Snacks. Oder es ist wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzbar und aufgrund der Laschen auch überall transportabel. Also ich kann das zum Beispiel auch, wenn ich jetzt hier zum Beispiel meine Zahnputzausrüstung habe, wenn ich auf Lehrgang bin oder sowas. Kleine Zahnbürste rein, Zahnputzzeug oder meinetwegen kleines Hygienepaket oder Erste-Hilfe-Paket, Karabiner ran, ab in den Rucksack reinhängen. Oder meinetwegen, wie gesagt, einfach ans Molle-System reinhängen oder in den Kleiderschrank reinhängen. Je nachdem, wofür man das wirklich braucht. Ja. Was habe ich hier gerade so mal drin, damit ihr sehen könnt, wie viel Platz hier drin ist. Also das Ding ist nicht voll gepackt. Ihr sehen könnt, hier passt noch einiges rein. Ich habe jetzt nicht viel drin. Ich habe jetzt hier so ein kleines Snacks. Feuerzeug. Dann habe ich jetzt hier zum Beispiel noch meine Taschenlampe drin von Olight. Und ein Böker Titanklappmesser. Auch schon ewig dabei, wie ihr sehen könnt, schon richtig verranzt. Aber funktioniert. Klar, müsste man wieder sauber machen oder polieren oder ölen. Aber ich möchte euch, wie gesagt, auch mit diesem Video nur zeigen, was reinpasst. Ne? Also
ist sehr ergiebig, damit ihr mal einen Vergleich habt, vielleicht zu anderen Modellen, die vielleicht ihr zu Hause haben solltet. Ich habe jetzt hier so ein Poolforce-Messer, das MK2. Das passt hier natürlich auch noch rein. Also stößt zwar schon ein bisschen an seine Grenzen, der Slim Pouch, aber das würde hier noch locker reinpassen. Ne? Zack, fertig. Hoppala. Fühl ich jetzt der Lanyard ein bisschen im Weg. Passt dick rein. Was habe ich noch hier zur Auswahl? Ich könnte jetzt zum Beispiel auch, bestes Beispiel, ein Victorinox. Dass ihr mal den Größenunterschied seht. Passt hier rein. Großer Vorteil natürlich jetzt hier. Ich habe hier keinen Gürtelclip oder ähnliches. Klassisch wie beim Victorinox. Passt locker hier rein. Ich kann hier meine Pommesgabel, ein kleines Essbesteck. Essbesteck ist natürlich auch die gute Variante für so einen kleinen Organizer. Man könnte hier zum Beispiel, keine Ahnung, Verpflegungspakete reinmachen. Oder meinetwegen der ein oder andere vielleicht auch seine Gewürzausrüstung. Also die Möglichkeiten sind hier wirklich extrem. Nicht bloß im EDC-Bereich, sondern auch Auto oder Wanderschaft. Meinetwegen auch ein Erste-Hilfe-Paket. Dann habe ich hier zum Beispiel als Vergleich einfach mal ein Atlas, ein neues. Von der Größe her passt locker rein. Ne? Also damit ihr mal seht, eine Alternative, wie gesagt, zum Mikro-Zipper-Pouch gibt es jetzt neu bei uns im Shop. Schaut gerne mal rein. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Und könnt ihr gerne einfach mal stöbern. Unser Sortiment. Wir freuen uns. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Vorstellung.